Bubble Butt. Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, die Sims 4. Ja, ich habe es ein paar Mal angekündigt und es war ja eigentlich logisch, dass ich spielen werde, weil Sims 4 Fan und ich habe auch Sims 3 Let's Played. Deshalb, ja, ich freue mich, dass ihr reingeschaltet habt und ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze wird. Ich will mich beim Robert bedanken, der mir das Spiel geschenkt hat. Dankeschön dafür, ich freue mich riesig. So, wir erstellen jetzt einfach mal eine Familie, einen neuen Haushalt. Ich habe schon gesagt, dass ich nicht ganz so viele machen werde, weil mich das absolut überfordern wird. Also ich habe so ein bisschen was im Kopf. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es wird, deshalb gucke ich mich erstmal durch. Also ich habe vor, dass ich eventuell einen ganz bösen Sim und einen ganz netten Sim mache. So ein bisschen mal eine freakige, ausgedachte Familie. Aber was genau vom Aussehen her, das wäre schon mal ganz lustig, habe ich so jetzt eigentlich noch nicht mehr gedacht. Deshalb suche ich gerade mal lustig umher, ob ich irgendwas Lustiges finde. Oh! Daraus lässt sich doch bestimmt was machen. Ich möchte nämlich sie als richtig böse Sim machen, die aber so richtig süße, hohe Stimme habt. Das ist so mein Anliegen. Ja, genau. Hier, so richtig böse. Okay, Devianz, niederträchtig. Staatsfeindin, dieser Sim möchte sich Feinde machen und ein berühmter Verbrecher werden, oder? Meisterin des Unfugs, bei diesem Sim dreht sich alles um Streiche und Chaos. Huch. Wir wollen Staatsfeindin werden. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ein Merkmal wählen. Das muss natürlich... Gucken wir mal. Lifestyle, Chaoten. Wahnsinnig. Ja, das finde ich super. Genau, das finde ich super. So, böse. Auf alle Fälle böse. Ja, das ist super. Und emotional. Spinnerin wäre... Nee. Düster? Nee, also... Niedergeschlagen soll sie jetzt nicht sein. Hobby gegen Perfektionistin. Die Chaoten. Tollpatschig, Vielfraß, faul. Selbstsicher. Bueno. Ja. Oder Genie. Ja, ich glaube, Genie wäre auch fast noch gut. Quimbo. Ja, das ist doch perfekt. Die perfekte böse Sim. Zumindest von den Charaktereigenschaften. Wir machen also so eine richtige, die absolut nicht wirklich bedrohlich wirkt, habe ich mir so gedacht. Genau, so eine richtige, schlachsige, kleine, wo man sich denkt, Mensch, die kann auch keiner fliegen. Ein bisschen muskulös muss es sein, weil sie muss ja auch Leute boxen können. Okay. Aber erstmal dein Körper. Genau, erstmal auf die Brüste draufdrücken. Körper. Hier, wir ziehen die... Moment. Ziehen die vielleicht erstmal aus, die gute Frau. Weil sonst sieht man ja nicht, was sie für einen Body hat hier. Erstmal ein Bodycheck. Grün wäre eigentlich auch lustig. Oder blau. Wäre lustig. Machen wir sie so richtig hell. Ah, ich finde blau lustig. Wir machen einen blauen Sim. Hey, warum nicht? Ich kann dann immer mal blau machen. Da-da! Wow. Hulk. Okay, dann müssten wir eher so machen. Wow. Okay, wir könnten ihn dann als Hulk machen. Oh, wow. Skinny. Okay, naja, was machen wir denn? Komm, wir lassen sie ein bisschen mit Hüften, so die Teile könnte
Die Brüste tun mal, machen so, so übertriebene Chirurgenbrüste. Bubble Butt. Ja, genau. Ach, passt schon, oder? Passt schon, passt schon. Gut, gut, gut. Dann machen wir mal weiter mit Tattoos. Oh, Tattoos könnten wir gucken. Es gibt sogar mittlerweile wirklich Tattoos, die noch nicht mal so schlecht ausschauen. Sonst schauen die mal so abartig schlecht aus. Ja, gut. Was hat sie denn da? So was Böses wäre ja nett. Aber so ein Delfin oder so. Oh, das da. Schaut ganz schön schlecht aus, also. Aber, ach komm. Die ist voll evil und so. Genau. Schön das Klischee bestätigen, dass nur böse Menschen Tattoos haben. Schön, Janina. Gut. Ich bin auch so böse. Aber warum nicht? Komm. Machen wir mal eine Tätowierte. Oder lassen wir das weg? Ja, ich weiß es nicht. Tätowieren lassen kann sie sich eigentlich immer noch, ne? Wir lassen es erstmal. So, jetzt will ich den Kopf verändern. So ein Afro wäre schon lustig. Aber ich denke, nein. Erstmal irgendeine Frisur, die normal ist. Rosa. Was machen wir denn für Haare? Moment, wir sind noch gar nicht beim Gesicht angekommen. Blau, hallo. Okay, was wollen wir denn für ein Gesicht? Ja, genau. Irgendwie. So, Moment, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen. Das ist ganz cool, dass man das jetzt alles so machen kann, finde ich. Das schaut so schön psycho aus, irgendwie die Augen hier. Blob. Okay. Ach, herrje, man kann wirklich alles einfach anklicken. Das ist total lustig. So. Ich hätte gerne Glubschi-Augen. Deshalb. Glubschi. Ich will Glubschi-Augen. Okay. Okay, vielleicht wieder ein bisschen weiter auseinander. Weiter auseinander. Oh, naja, das ist zu glubschi. Okay, wir machen nochmal ein bisschen normaler. Ja. Was machen wir denn? Wie machen wir die Augen? Ja. Nochmal zum Gesicht. Was machen wir? Was machen wir? Wir müssen es auch gleich wieder blau einfärben. Erstmal blau einfärben. Okay, was tun wir? Ja. So machen wir das. Ja. Das finde ich gut. Okay, und jetzt. Bei den Augen, die lassen wir so. Die finde ich perfekt. Die Nase. Wie gesagt, sie soll ja so eine richtige, nicht bedrohliche, wie so eine nicht wirklich bedrohliche aussehen. Deshalb machen wir so, so richtig Mädchen oder so richtige Puppenzüge, habe ich vor. Okay, was, wer sagt schon, was Puppenzüge, Dinger sind? Aber gut, wir machen es einfach. Augenbrauen. Schauen wir mal. Da müsste ich natürlich erstmal wissen, wie ich die Haare mache, dass ich die Augenbrauen anpasse. Fangen wir mal oben an. Von der Frisur her. Was machen wir denn? Ja. Okay, wir haben blaue Haut. Was machen wir für Haare? Machen wir einen Ginger. Weil wegen Seele und so. Oder rote Haare. Rote Haare wären natürlich auch irgendwie cool. Was mache ich denn? So richtige schöne, wallende Mähne. Mähne, Mähne. So, das ist eine schwere Entscheidung.
Oder einfach eine Glatze. Warum nicht? Ach Gott, immer diese Entscheidungen, die man treffen muss. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ja, ich glaube, so gefällt mir das. Okay. Die Augen. Blaue Augen dazu. Oder grün. Rote Augen wären natürlich auch cool. Oder schwarz. Ja, machen wir schwarz. Irgendwie hat es doch was. Okay. Accessoires, Make-up. Also, was machen wir denn für Make-up? Make-up. Make-up. Hier. Erstmal Augen. Lidschatten und so. Was auch immer das da wird. Oh. Dunkel. Okay, dunkel ist immer gut. Ich mag da immer relativ klassisch, mag ich das Ganze immer. Braun? Nein, schwarz. Wangen, so ein bisschen Rouge, ein bisschen. Ja, ich als Beauty-Guru würde sagen, das da. Lippen. Ich weiß ja nicht. Ich bin bei Lippen immer so lieber fürs relativ klassische. Deshalb weiß ich jetzt nicht. Was nehmen wir denn? Okay, ja, wir nehmen das. Und dann ziehen wir die gute mal an. Ich finde sie hübsch. Ja. Okay. Am besten, sie soll ja so richtig lieb aussehen. Ja, weg damit. Kurze Kleider. So ein kleines mädchenhaftes Kleidchen wäre schön. Weg jetzt. Ich will das jetzt nicht sehen. Herrschaft. Scheiße da. Nächster Tipp. Weg damit. Weg damit. Was ist das denn? Oh, yes. Okay. Okay, das schaut irgendwie voll schrecklich aus. Obwohl, so schaut es süß aus, aber nein. Ich glaube, nein. Das schaut eher schon classy aus. Das wäre dann vielleicht was für Abendkleidung. Wir brauchen so ein süßes Kleidchen. In rosa oder was? Oh mein Gott. Schwarz. Ja, ich weiß nicht, ich bin sehr... Was ist das für ein Kleid? Oh Gott, die Blumen sind schrecklich. Ich weiß nicht, gut. Ich meine, kann gut aussehen. Ich kann mir das zum Teil... Würde ich wahrscheinlich sowas selbst auch anziehen. Das schaut eigentlich nicht schlecht aus. Was ist mir zu... Ich will so einen richtigen Mädchenlook. Bist du? Oh, das ist auch hübsch. Mein Gott, das würde ich gerne haben. Okay, das ist zu kurz. Das ist zu kurz, eindeutig. Das da... Ist auch wieder klassisch, aber ich habe so ein... Genau so ein richtiges Bild im Kopf. Das hier vielleicht... Irgendwie, nee. Genau, das da. Das da vielleicht. Schaut leider irgendwie merkwürdig aus. Vielleicht wäre das hier gar nicht so schlecht. Ich weiß ja nicht. Wir gucken mal in die Beinbekleidung. Oder in die Tops. Genau, wir schauen in die Tops. Oh, weia. Da muss ich eindeutig mal für Klamotten irgendwie sorgen. Aber mir fällt gerade mal ein, wir haben noch gar nicht die Unterwäsche geregelt. Ah, sowas ist doch ganz niedlich. Weiß. Alter, die ist ganz schön gut bestickt, die Frau. Was sagt man bei einer Frau überhaupt? Gut bestickt? Ich denke, nein, oder? Naja, egal. Ist sie halt jetzt gut bestückt. Das Stück ist gut bestückt. Okay, Röcke sind natürlich auch eine super Idee. Ja. Mensch. Genau, schaut sie euch an. Es könnte kein Wässerchen sie trüben. Oh. So, Accessoires.
Leggings. Genau, sie kriegt eine schöne Strumpfhose. Ja, perfekt, würde ich sagen. Und jetzt noch irgendein Hemdchen. Was nehmen wir denn da am besten? Irgendwas Schönes, Süßes. Was ist das? Na, das ist mir schon wieder zu schick. Zu schick. Ist ein Hemd? Bist du total brav, ne? Unbelievable. Dass das so eine Böse dann wird. Ja, genau, so ein Küken kriegt sie. Hallo! Kann keiner was anhaben. Ich mag Wölfe. Wie heißt die denn dann? Das weiß ich noch gar nicht. Irgendwie beißt sich das alles ein bisschen, ne? Vielleicht sollte ich sie doch nicht blau machen. Aber irgendwie mag ich das blau. Warum nicht mal blaue Sims? Man hat meist nur normale Sims. Wieso nicht blau? Mehr Blut zum Blau, genau. Das hier. Pink ist zu viel. Rosa. Ja, das finde ich irgendwie ganz nett. Ganz nett. Oder das da? Oh ja, perfekt. Perfekt. Schwarz. Oh, ich mag die Kombi. Perfekt. Ja. Wonderful. Okay, Accessoires. Irgendeine Kette vielleicht. Armbänder. Hallo? Kette? Ringe? Handschuhe? Armbänder? Jewelry und so. Wo haben wir denn? Wo sind denn. Wo ist denn Schmuck? Schmuck. Ringe. Socken, Schuhe. Ein Kombination. Tops. Kombination. Dessous. Bein. Hä? Was? Ich will eine Kette. Ich weiß, es gibt hier Ketten. Okay, wir machen einfach mal alles. Okay. So, dann halt nicht. Okay, was nehmen wir denn für. Vielleicht so Stiefel? Mal schauen. Sowas finde ich gut. Aber in Schwarz. Oder ein Blau, Rot zu ihren. Ich weiß nicht. Ja, eigentlich finde ich es ganz hübsch, oder? Ja. Finde ich gut. Na, Mädel? Wie schaut's aus? Ich finde es gut. Das ist was. Wir gucken jetzt nochmal. Oh, Ketten! Okay, was nehmen wir für eine Kette? Ja, nein. Ja, die finde ich gut. Vielleicht aber eher in so. Oder? Wie schaut die hier aus? Ja, die finde ich gut. Und dann vielleicht noch Ohrringe. Aber eine andere Farbe hier. Grün oder das helle. Das würde eher zum Oberteil passen und das eher zur Kette. Oberteil, Kette. Oberteil, Oberteil. Wir lassen Oberteil. Und dann machen wir noch hier. Hier Accessoires und Armbänder. Ein Armband vielleicht noch. Was sind das für Armbänder? Ich weiß nicht, oh Gott. Nope. Ach, keine Armbänder. Weg. Anwenden. Oh, nein! Zurück. Zurück, zurück. Okay. Ja, so finde ich das gut. Und wie heißt sie denn? Denise Deville. Ja, das finde ich super. Denise Deville. Cruella Deville. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig geschrieben und wenn, dann ist es mir ja
Auch egal jetzt. Okay. Ich will noch einen weiteren Sim.